Hallo ihr 30-Freunde, heute gibt es wieder ein bisschen Bildungsfernsehen. Nachdem wir letztens die V8-Motoren ab 1992 angeschaut haben, würde ich mich heute mal um die Motoren davor kümmern, also die legendären Sechszylinder, die es ab 68 gab. Und da starten wir hier mit dem M30-Motor, ein Reihen-Sechszylinder mit 100 mm Bohrungsabstand, nach dem Querstromprinzip aufgebaut, also Ansaugseite und Abgasseite liegen sich gegenüber am Zylinderkopf. Wir haben einen Graugussblock, eine Steuerkette und einen Aluminiumzylinderkopf. Dieser Motor, der wurde in verschiedenen Hubraumvarianten ab 2,5 Liter, über 2,8, 3,2, 3,5 in den verschiedenen Modellen E24, E23, E12 und so weiter angeboten. Das Ganze gipfelte dann in dem Alpina B9 3,5 Motor und der hatte 245 PS. Den E23, also den ersten Siemer, den gab es natürlich auch mit dem M30 Motor in vielen verschiedenen Hubraumvarianten. Anfangs hier mit 2,8 Liter Vergaser, 3 Liter Vergaser und auch 3,3 Liter Motor mit Einspritzanlage. Dieser erste Siemer, der hatte es noch nicht so richtig leicht gegen die Mercedes-Konkurrenz, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Grundsätzlich sind diese Autos heutzutage noch relativ günstig zu bekommen und wenn man die ein bisschen sportlich aufbaut, eigentlich auch nett anzusehen. Hier sieht man mal diese ersten Einspritzmotoren, die hatten also einzelne Saugrohre, mehrteiliges Saugrohr auch und einen stehenden Verteiler, das ist halt alles noch Eljetronik. Ungefähr zeitgleich kam hier auch der E24 heraus, also um 1976 herum. Er hatte eigentlich die ähnlichen Motoren wie der Siemer, das heißt es ging hier los mit dem 630 CS, also 3 Liter Vergasermotor. Die ersten zwei Jahre war der 633 CSI die Topmotorisierung und 1978 folgte dann der 635 CSI mit dem bekannten 218 PS. Wir blättern hier schon in dem E12 Prospekt, also der hat in den Top-Motorisierungen ab 2,5 Liter aufwärts auch den M30 Motor verbaut gehabt. So ein Fahrzeug haben wir früher mal besessen, war unser erster BMW 525 mit Vergasermotor. Kann ich mich immer noch gut daran erinnern, der hat durchaus ein bisschen Durchzug gehabt, das ging ganz schön vorwärts. Hier sieht man mal dieses M30 Triebwerk mit 2,5 Liter, einem Solex 4A1 Vergaser. War sicherlich ein bisschen trinkfest, aber hat immerhin 150 PS gebracht. Im E28 kam diese Topmotorisierung, also der 3,5 Liter Sechszylinder, erst 1984 raus, in Form des 535i's. Hier sieht man mal das Prospekt vom M535i, wo also ein bisschen Verspoilerung dran war. Der wurde dann auch wieder mit G-Cut angeboten, in dieser reduzierten 185 PS Variante, die ich eigentlich nicht wirklich empfehlen kann. Die Google-Bildersuche, die förderte noch diesen schönen Amazonit-grünen 630 CS von 1978 hervor. Interessante Farbe, muss man einfach sagen. Ich glaube, da gab es auch ein Matchbox-Fahrzeug davon. Der ist im Innenraum hier in farngrünem Leder ausgestattet. Auch die Armaturen und die Heizung sehen hier noch richtig rustikal aus bei den ersten Modellen. Der Motor ist hier mit stehendem Verteiler, mit dem großen Vergaser drauf, Solex 4A1. Und der leistet hier so knapp 200 PS und macht bestimmt auch ein bisschen Freude. Hier haben wir nochmal einen E23 735i und der hat hier schon den Einspritzmotor verbaut, aber noch die frühe Variante mit Eljetronik, die man erkennen kann an dem stehenden Verteiler, an diesem einzelnen Saugrohren. Ansonsten kann man ja erkennen, dass er eine Hydrobremse hat, ne, und ist der Behälter zu sehen. Ich habe hier einen E28 M30 Motor von 1985 in meiner Garage stehen. Den haben wir im Sommercamp in Betrieb genommen und live gestartet. Handelt sich hier um einen 2,5 Liter Motor. Ich hatte erst die Hoffnung, es wäre ein 2,8er, aber wie wir später sehen werden, anhand der Motornummer ist es ein 2,5er. Wir haben hier die alte Ölwanne verbaut, das Ölfiltergehäuse nach unten. Gut, der Motorstecker ist nicht mehr so original, den habe ich schon passend gemacht für den E30. Ja, ansonsten haben wir das einteilige Saugrohr verbaut, wie das dann so ab 81 kam mit der Motronik eigentlich. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch eine Elektronik verbaut, stehende Verteiler, diverse Temperaturfühler, alte Diagnosedose, Drosselklappenschalter hier noch verbaut. Ansonsten haben wir hier am Zündverteiler halt die Druckdose dran, die die Zündungsfrühverstellung übernimmt beim Beschleunigen. Ansonsten Sechszylinder, Zündkabel noch blau ausgeführt, so war das halt früher. Hier sehen wir noch die alten Gusskrümmer, die wurden dann später nochmal ein bisschen neuer. Das ist hier so ein modifizierter Alpina Motorhalter. Luftmengenmesser hier vorne drauf. Da kann man sogar noch CO einstellen am Luftmengenmesser. Ein bisschen rissig ist hier dieser Ansaugschlauch. Leerlauf muss hier an der Seite mit einem Schraubenzieher eingestellt werden. Es gibt hier noch keine Leerlaufregelung. Da muss man also seitlich rein mit dem Schraubenzieher und kann dann den Leerlauf ein bisschen nachjustieren. Hier habe ich ja die Einspritzdüse überholt, deshalb ist der auch im Sommer tatsächlich relativ gut und schnell gestartet. Hier ist die Motornummer mal zu sehen, also hier steht jetzt die 2,5 drauf, die halt ja, leider keine 2,8 Liter kennzeichnet. Fünfganggetriebe ganz normal, Standard, die alte Schaltkonsole, wie sie bei M30 auch ganz am Anfang verbaut war, mit dieser Blechhalterung. Dieses Getriebe hat hier keine Öffnungen für die beiden
Sensoren, die halt bei der Motronik erforderlich wären. Das heißt, es kann nur mit Elektronik hier betrieben werden, das Getriebe. Was aber noch schön ist, wir haben hier das Motorsteuergerät, noch sehr alte Ausführung, Elektronik mit auch sehr, sehr wenigen Pins, wenn man hier mal guckt, ne? An diesem Stecker, den es ja auch im E30 früher gab, liegt halt nochmal Drehzahlsignal und Verbrauchssignal an. Beim E30 gibt es auch noch ein grünes Kabel für die Wegfahrsperre. Die Zündung ist recht aufwendig gemacht. Wir haben also hier Zündsteuergeräte, Zündendstufe am Start, die halt dafür sorgen, dass es so eine Art, naja, kleine Kennfeldgeschichte schon gibt. Die Zündungsfrühverstellung passiert halt hier über Unterdruck. Zündspule ganz normal am Start. Das Triebwerk werde ich jetzt noch ein bisschen aufhübschen und dann wieder startbereit machen, also ein bisschen Benzin noch anschließen. Und dann kann es einfach als Dekoration irgendwo in irgendeinem Museum stehen. Vielleicht können wir ja mal in die 30 Museum irgendwie einplanen in den nächsten Jahren. Dann würde ich solche Motoren hier als Ausstellungsstücke dort gerne unterstellen, dass man halt so ein Triebwerk sich auch mal von allen Seiten in Ruhe anschauen kann. Und natürlich muss das immer startfähig sein, sonst macht das gar keinen Sinn. Dieser Motor, der sollte ja in meinen E30 Alpina Replika rein, weil ich dachte, das wäre ein 2.8er. Das Thema ist jetzt vom Tisch, weil diesen schweren M30 Motor mit 2,5 Liter, 150 PS im E30 einzubauen, macht gar keinen Sinn. Da ist jeder 325i einfach besser. Bei dem 2.8 hätte man da vielleicht noch drüber streiten können. 1986 für den E32, da bekam der M30 Motor nochmal eine technische Überarbeitung, wobei das M30 TÜV von mir ausgedacht ist, das ist also nicht szeneüblich. Es gab eine neue Ölwanne, eine neue Motorsteuerung für den 3.5er, auch ein vergrößertes Saugrohr und auch größere Einlassventile, ein geänderter Abgaskrümmer. Ansonsten, wie gehabt, hier der Querstromzylinderkopf, Gaugussblock, Simplex-Kette und als kleine Neuigkeit gibt es hier ein stehendes Ölfiltergehäuse, was den Ölwechsel ein bisschen erleichtern soll. Dann wurden noch Kleinigkeiten geändert, die man nur sieht, wenn man den Motor mal zerlegt. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Kettenspanner für die Kette zur Ölpumpe und am Zylinderkopf hinten ist der Heißwasseranschluss entfallen. Den überarbeiteten M30 gibt es jetzt nur noch in 3 Liter und 3,5 Liter Variante. In manchen Ländern noch ohne Cut mit ein bisschen mehr Endleistung und der Spitzenreiter ist hier der Alpina B10 3,5 ohne Turbo mit 254 PS und 346 Newtonmeter. Die BMW-Mitarbeiter, die wurden 1986 nochmal auf den Stand gebracht mit diesen Seminarunterlagen, wo auf die Unterschiede des neuen Triebwerks eingegangen wird zu dem alten. Hier sieht man auch noch, dass die Form der Einlasskanäle bei dem 3.5er Motor nochmal deutlich vergrößert auch wurde. Es kam halt auch neue Motorlager-Hydrogummis zum Einsatz. Der M30 Motor, der war hier die Basismotorisierung des E32, also dem Siemer, der Mercedes schon richtig Paroli bieten konnte und die alte S-Klasse doch gut distanzieren konnte. Wenn es nicht der V12 war, dann war hier immer ein M30 verbaut mit 3 Liter oder 3,5 Liter Hubraum. Und der sorgte eigentlich für ganz ordentlichen Vortrieb. Das Triebwerk ist ja grundsätzlich auch sehr langlebig und von daher auch heute noch bei den Youngtimer-Fahrern beliebt. Später kam dann der E34 raus. Auch der hatte in den Spitzenmotorisierungen die 3 Liter und 3,5 Liter M30 Motoren an Bord und sorgte natürlich auch da für viel Fahrspaß. Der E24, der kam auf seine letzten Jahre auch nochmal in den Genuss dieses überarbeiteten Triebwerks. Ab Juni 87 konnte man also hier die 211 PS G-Cut-Variante bekommen im 6er. Das Exterieur wurde ein bisschen angepasst, aber dennoch war 1989 der 6er natürlich hier eigentlich schon ein Klassiker, den man quasi noch neu bei BMW kaufen konnte. Ich habe so ein Fahrzeug mal besessen, einen silbernen 635 CSI mit 211 PS. Den habe ich nur wenige Zeit gefahren, weil mich das Fahrverhalten nicht so richtig überzeugt hatte, trotz Bilsteinfahrwerk. Eigentlich fuhr der nur schön mit diesen originalen Reifen, aber wenn ich dann 17 oder 18 Zöller montiert habe, war das alles sehr stuckerig, das Fahrverhalten. Ist mir auch nicht geglückt, das irgendwie in Ordnung zu bekommen. Und der Wagen war gar nicht so schlecht vom Zustand. Hier sieht man nochmal unten, dass er auch den großen G-Cut an Bord hat vom E34, eine geänderte Abgasanlage und so weiter. Das Fahrzeug hatte hier auch Niveauregulierung, die war aber auch nicht ganz in Ordnung, aber die konnte man durch ein bisschen überbrücken, dann auch wieder zu hoch und runter bewegen. Ansonsten haben wir hier den typischen 211 PS Motor mit dieser Ansaugbrücke, dem 3,5 Liter Schriftzug drauf. Es gab hier eine Hydrobremse, die tatsächlich auch funktioniert hat, aber grundsätzlich ist das Ding nach 3 Wochen wieder vom Hof gekommen und ich hatte mir dann halt einen Achter besorgt zwischenzeitlich. Hier nochmal im direkten Vergleich der Vorgängermotor mit 218 PS, der hat also 3,2/3,5 draufstehen, hat auch Abstützungen des Saugrohrs am Ventildeckel und das ist halt bis 1986 im 635 CSI verbaut worden. Kommen wir nochmal zu der Top-Motorisierung, das ist ja unter Alpina der B10 3,5 gewesen, hier in Form eines E34-Fahrzeugs, nicht die Biturbo-Variante, sondern der ganz normale Saugmotor. Hier hat Alpina also in den E32 und auch in den E34 reingepackt. Das Fahrzeug hatte ich auch mal ganz kurz in meinem Besitz, hier auch mit EML-Variante. Da erkennt man daran, dass hier kein Bowdenzug mehr verbaut ist. Das Teil hatte hier 300.000 runter, hat schon ordentlich Öl gefressen.
Wenn er dann mal fuhr und die Kerzen nicht gerade wieder komplett verölt waren, dann war das auch gar nicht so verkehrt von der Performance her. Alpina hat es also geschafft, diesem Motor hier eine sportliche Charakteristik anzuerziehen, dass er obenrum also auch nochmal bissig weiterdreht. Eigentlich vergleichbar mit der Charakteristik, die ab Werk dann später der E30 325i hatte. Serienmäßig ist nämlich der 3,5er Motor, vor allen Dingen die alten mit 218 PS, die sind auf Drehmoment im mittleren Bereich abgestimmt und obenrum gar nicht so bissig. Aber es gab ja nicht nur die großen Sechszylinder, sondern auch den kleinen M20 Motor. Ganz am Anfang hieß ja auch M60 Motor. Er wurde 1976 vorgestellt, hatte einen geringeren Bohrungsabstand der Zylinder und war deshalb auch so 35 Kilo leichter. Er hat einen Zahnriemen an Bord und ist ansonsten technisch dem M30 gar nicht so unähnlich. Den gab es in ganz vielen Hubraumvarianten von 2 Liter bis 2,7 Liter. Als E30-Fahrer ist das Triebwerk natürlich bekannt. Vorgestellt wurde der aber hier im E21, als erstes als 320/6 Variante, das heißt 6 Zylinder, 2 Liter mit einem Solex 4A1 Vergaser drauf. So ein Fahrzeug habe ich tatsächlich auch mal besessen. Fuhr gar nicht so verkehrt, sehr komfortabel im Vergleich zum E30. Sportliche Ambitionen waren eher nicht vorhanden. Das genaue Gegenteil ist hier bei dem M20 B25 aus dem E30 325i der Fall. Dieses drehfreudige Triebwerk mit 170 PS macht richtig viel Spaß. Ist im E30 also wirklich eine Top-Motorisierung. Ich habe das hier mit Fächerkrümmer verbaut, wo also noch ein bisschen an Endleistung und Drehfreude dazukommt. Aber das ist auch ohne schon ein sehr spritziges Triebwerk, was wirklich sehr viel Freude macht. Ab Werk besitzt das Fahrzeug hier, der 325i, schon eine Ölkühlung. Das heißt, das ist auch alles dauerfest. Man kann also auf der Autobahn auch längere Zeit hohe Geschwindigkeiten fahren. Einige Tuner, unter anderem Alpina, haben diesem Triebwerk dann nochmal mit 2,7 Liter ein bisschen auf die Sprünge geholfen, sodass dann 204 PS daraus wurden. Also nochmal ein bisschen mehr Druck, vor allen Dingen im mittleren Bereich. Ich hatte hier mal so ein Fahrzeug in einem sehr desolaten Zustand besessen, habe ich aber mittlerweile verkauft, wäre einfach zu viel Arbeit gewesen, das Ding komplett zu revidieren. Der Motor war ziemlich gut, hier kann man auch erkennen, wie Alpina diese Fächerkrümmerabdeckung realisiert hat. Ist halt ein eigentlich optisch ein ganz normaler 325i Motor. Die Ansaugbrücke und der Ventildeckel sind so ein bisschen grau lackiert. Die echten Highlights befinden sich aber im Inneren des Motors. Wir haben also Schmiedekolben, eine spezielle Nockenwelle, eine sehr schöne Kopfbearbeitung und das ergibt eine wunderbare Abstimmung, die sich hervorragend fahren lässt und auch sehr alltagstauglich ist. Mit den Bildern von diesem B3 2,7, der noch viel Arbeit braucht, möchte ich das Video beenden. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal.